Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Quarterjack zurück. In der letzten Folge haben wir uns zwei Edelsteine geholt, einmal den roten und einmal den aus der Level. Ich habe keine Ahnung, wie die nochmal hieß. Jedes Mal, wie wir. Jedenfalls, ich glaube, Snowbees, oder? Keine Ahnung. Wir machen jetzt Piston It Away. Da fehlen uns ganze zwei Edelsteine. Okay. Wobei ich mich jetzt frage, was fehlt hier? Ist ja irgendwo ein roter Edelstein oder so. Da bin ich ja nicht sogar schon durchgegangen. Ich weiß das gar nicht. Ich weiß, ja klar, hier ist ein roter Edelstein, glaube ich. Also eine Plattform. Ich glaube, hier war eine. Oder so eine Todes-Plattform. Irgendwie sowas. Eine Plattform. Irgendwie in so eine Ecke oder so, keine Ahnung. Werde ich schon finden. Ah, mein Schädel. Ah. Fertig. Fertig. Ja, so sehe ich aus. Meinst du immer noch wohl? Der letzte Secret Exit ist, oder wie auch immer man so was nennt. Au, ma. Das war unnötig. Oh, ich freue mich schon auf Crash Bandicoot 3. Ich glaube, das wird einfacher. Glaube ich. Ich habe ja auch noch nie auf 100% gemacht, deswegen keine Ahnung. Aber da weiß ich wenigstens, wo einige Secrets sind. Also das wird, glaube ich, ein bisschen entspannter sein. Für eine Wunderfrucht. So einen Edelstein müssen wir so bekommen. Einen bekommen wir ja durch die Kisten. Also dürfte halt nicht so schwer sein, habe ich so das Gefühl. Gott, aber mir zu krass. Wo ist denn das Teil? Da so ein Todesteil ist, leck mich. Bin ich eigentlich schon durchgegangen? Ich weiß das gar nicht. Ne, kann ich ja gar nicht, sonst hätte ich ja nicht den zweiten. Habe ich ja nicht. Jetzt müsste ich einen zweiten Edelstein haben. Wie doof war das denn? Ich hatte zwei Aqua-Akkus, Mann. Nein, ist das jetzt aus? Das ist jetzt weg, ne? Nein. Oh mein Gott. Ja, man muss nur bis zum Checkpoint schaffen, ohne zu sterben. Kann das sein? Sonst hätte er doch eigentlich nicht mehr hier sein dürfen. Ich wusste, das ist so ein getimter Dreck. So, Hauptsache jetzt nichts zum Rutschen in Verbindung mit Nitro. Ja, habe ich das nicht schon? Jetzt müsste ich so einen Edelstein haben, ne? Au. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt ein Checkpoint, das ist gut. Ich glaube, hier war ich noch nicht. An solche Dinge kann ich mich nicht erinnern. Okay, warum ist das Ding nicht aktiviert worden? Keine Ahnung. Autsch! Da ist das Ding! Ich habe es gesehen. Und schon zwei Edelsteine, das wäre doch geil. Mann, das überfordert mich voll die Ecke. Kann der eigentlich auch dadurch schrumpfen? Nein! Ach man, ich brauche einen Akku. Ich brauche einen Akku. Ich brauche einen Akku, Mann. Mein Akku, der ist leer. Okay, ich habe keine Ahnung, wieso sich das manchmal aktiviert, manchmal nicht. Jetzt hier bloß kein Mist bauen. Bams.
Ja. Jetzt macht die Level nicht noch ewig lang, danke. Was? Boah, da ist schon wieder so ein Teil, wo ich zurückrennen muss, ne? Oh. Wieder hier rein. Das heißt, ich muss bis zum Checkpoint kommen, dann bis zum Ende des Level rennen, um dann wieder zurückzugehen und dann nochmal durch diese... Oh. Ist das so ein Dreck? So, 6. Wird oft auf Screen, werde ich mal sagen, verlegt. Machen wir das. Also solche Sachen, die muss ich da jetzt nicht auf Screen zeigen, oder? Wir haben die Level gesehen, wir haben gesehen, was wir machen müssen. Was ich genau machen musste, ist vor der Plattform den Checkpoint aktivieren, dann bis zum Ende rennen, bis ich da zum Ausgang komme, dann zurück zum Checkpoint rennen und auf die Torus-Plattform drauf gehen und dann nochmal durch das alles gehen. Und es wäre vom Vorteil, wenn ich dadurch nicht sterben würde, aber das ist ja nicht eine Option anscheinend. So, hier war glaube ich auch so eine Torus-Plattform, oder? Jetzt wo ich mich so dran erinnere, das heißt, ich darf hier nicht verrecken. Ja klar, hier war auch so eine, die nach links ging. Okay. War so gut. Ja, hier. Weil ich, Mann. Wie die Musik immer so krass wird danach. Okay, das war Zeitverschwendung schon. Allerfeinsten. Ah. Boah, das war knapp. Also irgendwie nicht, aber wisst schon. Wahrscheinlich muss ich hier genau denken. Boah. Wahrscheinlich muss ich hier genau den gleichen Dreck machen, ne? Wahrscheinlich muss ich das Ding nehmen, dann die Bonus-Level gehen und dann noch mal da durchrennen, ne? Irgendwie so weit. Sie hat doch schon kommen. Ma! Ma! Gott damn! Oh, ich werde so angepisst sein, wenn da hinten nur Ziel ist. Das haben die schon mal hier gemacht. 3-4 Mal, glaube ich. Ah, ist so knapp. Edelstein gewesen, ne? Nein, boah. Wahrscheinlich ist direkt dahin im Schatten irgendwo das Ziel. Aquaco und weg, Mann. Oh, beschwör ich mich an. Ich habe schon wieder einen Edelstein. Mir fehlen nur noch 5. Noch. Muss ja irgendwann vielleicht darunter. Danke, ich habe Aquaco. Mann, ich habe noch nie so sehr ein Crash Bandicoot Spiel komplettiert, obwohl das stimmt nicht. Crash Team Racing, das habe ich glaube ich zu 100% oder so immer gemacht. Ja, Crash Bandicoot 3 damit auch. Was? Ma! Das ist jetzt mein Untergang, ne? Nö, okay. Sah verdächtig aus. Ich dachte, da wäre so eine rote Plattform wieder. Ein Checkpoint sein können, ne? Möchte nicht gierig sein, doch möchte ich. Ach Mann. Ich muss einen Schnitt machen. Und weiter geht's. So, ist da hinten ein Checkpoint. Jetzt bin ich tot.
Oh Mann. Muss mal hier gucken. Wie geart bin ich denn? Oh. Oh, es ist die Ratte wieder da, ne? So, wie im Eimer bin ich denn jetzt? Ist das irgendwo in greifbarer Nähe? Wahrscheinlich sind da 10 Milliarden Kisten noch, ne? Ach man, ich muss auch nur mal gucken kurz. Bei mir, das kann ich auch wieder offscreen machen, ne? Das wird so ein Spaß. Oh. Ma, darf ich auch mal? Ich weiß gar nicht, kann ich überhaupt zwei Edelsteine auf einmal bekommen? So eine ganz dämliche Frage. Glaube ich nie der Fall. Ich wäre ja schon wieder beinahe runtergefallen. Leck mich. Geil. Ja, guckt euch mal an, wie viele hier schon sind. Wie soll ich denn das machen? Nein, das war doof. Da sind schon mal 20 Stück. Und die Libelle oder was auch immer das überhaupt ist, ich habe keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich weg. Nö. Ja, ich gehe einfach weiter. Und sag mir, dass das alles war. Bitte lass das Exit irgendwo hier sein. Boah, hier kam da irgendeine üble Stelle. Nein! Oh. Es fehlt mir eine Kiste, glaube ich, ne? Oder drei, was weiß ich. Ja, ich hab mal gucken, mir kann nichts passieren. Ich muss halt jetzt wissen. Mann, das ist schon wieder so Schaden, der muss doch gar nicht sein. Ach so, da waren drei. Ich muss da zurück, ich muss da nicht gucken, wie weit das noch ist, was da für Kisten noch sind. Okay, was? Ich glaube, das läuft sogar sehr gut gerade. Wir sagen mir irgendwo da drunter ist ein Checkpoint. Nee, nicht ein Checkpoint, aber nichts mehr. Mal, lass mich doch einfach da durch, Mann. Oh, ey. Ich muss jetzt gleich ohne Checkpoint schaffen, da durchzukommen. Ist mir aufgefallen. Boah, was zum Teufel. Mach mich doch mal an. Nein! Ey, wie viel ist denn da noch? Ich geh's einfach hier raus, Mann. Ja, das schaffe ich doch nie im Leben. Wie soll ich denn das machen? Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich denn das machen? Warum ist das auf einmal so einfach? Ja, muss ich auch strategisch auch noch die Checkpoints hier aktivieren, habe ich so das Gefühl. Und ich weiß, wieso ich diese Stelle gehasst habe.
Kann ich nicht einfach hier rausgehen jetzt? Aber ich muss halt Level abschließen, oder? Mann. Ja, wir haben Edelstein, das ist auch was wert, ne? Also noch haben wir einen Edelstein. Ich habe noch 13 Leben. Das ist kein gutes Zeichen. Wir werden wahrscheinlich hier noch frecken und alles verlieren. Und alles meine ich meinen Edelstein. Geh weg. Also weit ist er doch gar nicht mehr. So, was, das mache ich jetzt noch. Jetzt doch irgendwie schaffen, dahin zu kommen und die drei Dinger zu aktivieren und hier nochmal problemlos durchzukommen. Ich doch wohl irgendwie schaffen für diese drei Dinger. Ausgerutscht. Ernsthaft, das ist nicht so unmöglich. Ich muss nur die zwei Kisten da kaputt hauen. Mann! Also, sind wir wieder in Crash Bandicoot 1 oder was? Das ist doch irgendwie da ist jetzt dreimal hintereinander passiert. Das reicht aber auch. Vielleicht habe ich gar nichts bekommen. Anscheinend. Bin ich in ihr? Hilfe! Vorsichtig, Mann. Hier ist irgendwo ein Teil. So, eins. Nein! Na, scheiß Ding. Das ist einfach nur... Nein! Ich hatte es doch beinahe. Wenn ich nur nicht das Cut-Ding aktiviert hätte. Wahrscheinlich einen viel einfacheren Weg dazu machen, aber ach man, zum Teufel, ernsthaft, da will ich hier noch schocken, gibt's doch einfach nicht. Ich an. Ey, wie oft ist denn das jetzt schon passiert? Du immer anhalten und weiß nicht, was ich machen muss. In der einen Millisekunde. Leck mich. So. Ich nehme mal einfach an, hier ist nichts mehr zum Runterfallen, ne? So. Leck mich. Jetzt zum Ziel. Jetzt einfach zum Ziel. Ganz einfach zum Ziel. Nach Hause und eine Pause. Nach Hause und eine Pause. Das ist ganz toll. Warum ist denn jetzt nichts mehr hier? Nicht auf den Arm nehmen? Nicht hier irgendwo runterfallen, ey. Einfach durch. Boah, ich wäre beinahe runtergefallen. So, und danach ist es doch nicht mehr lang. Komm schon. Leck mich. Boah, jetzt brecke ich. Ich weiß es. Boah. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ich komme mit zwei Edelsteinen nach Hause. Na, Bams. Und Bams. Oh mein Gott.
Ich kann nicht mehr, ich will nach Hause. Ich bin zu Hause, Gott sei Dank. So, hier fehlt noch einer, der auf mysteriöse Weise noch geholt werden muss. So, speichern 95%, danke. 38 haben wir und wir haben nur 7 nehmen. Ich brauche noch 4 Edelsteine und wir kommen langsam dem Ende näher. Ich finde es sehr gut. So. Muss ich noch die ganzen Horror-Dinger hier schaffen, wo ich ja checkpointmäßig richtig krasses Zeug machen muss. Ungefähr so wird dann ablaufen, wenn ich die anderen Dinger holen würde. Und ja. Da muss jetzt nicht so gezeigt werden, oder? Jedenfalls, ich würde sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2, wo ich hoffentlich schon bis auf den hier alle anderen Edelsteine schon habe. Weil das sind ja noch 2-3 Level, glaube ich. Dieser Nitro-Rutsch-Level, die Level von vorhin und ich habe noch eine. Und dann waren das schon fast alle Edelsteine und dann haben wir das Spiel schon fast durch. Gut, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!